Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier und wir sind hier in diesem Safe-Raum angekommen, in diesem komplett neuen Bereich. Und genau, wir wollten beim letzten Mal abhauen, das ist in die Hose gegangen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie eine Möglichkeit finden, hier abzuhauen. Beziehungsweise die Rede war von einem Hafen. Und genau, wir müssen jetzt hier weiter die Gegend erkunden. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Wir sind wieder mit Rick hier am Start. Rick ist wieder am Tippeln da, an seinem Sicherheitssystem. Und ja, wir haben uns hier aufgerüstet, munitechnisch. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt einmal. Gehen wir einfach mal weiter. Oh nein. Boah, ist das verbuggt, Leute. Der Sound, Leute. Diese Soundbugs hier. Naja, gut. Boah, ist das mies, Leute. Na gut, egal. Die Soundbugs kriege ich halt irgendwie nicht weg gerade, ne? Tja. Gut, dann müssen wir halt damit spielen jetzt. Mit diesem nervigen Sound. Aber gleich kommt eh eine Cutscene, also von daher. Ein kleines Fahrzeug, das gegen die Tür gefahren ist. Okay. Oh, was haben wir hier, Leute? Eine Kiste irgendwie? Wo sind wir denn hier überhaupt? Bereich B3. Genau, Leute, wir sind jetzt hier in so einem Waffenlager anscheinend. Schaut euch das an, Leute. Es ist ein Panzerwagen, der Maschinengewehre geladen hat. Möglicherweise noch kein Serienmodell. Definitiv eine Militäreinrichtung, Leute. Und schaut mal hier, was haben wir hier? Das Computerterminal, mit dem Transfers von und zu im Waffenlager aufgezeichnet werden. Aha. Was haben wir hier? Ein Wiederbeleber! Oh, geil! Haha, Wiederbeleber heißt... Oh! Oh! Ich habe gar keinen, wartet mal. Bevor ich das vergesse, geh bitte nochmal zurück, Regina. Ich will gerne noch ein Giftpfeil haben. Und dazu muss ich gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo... Oh, das ist mies. Ob ich hier vielleicht irgendwo... hier nicht. Ob ich hier vielleicht irgendwo noch Pfeile S plus... Hab ich. Ha, geil. Dann mix das bitte schnell. Dann haben wir wieder den Giftpfeil. Ordnen. Ah. Ah, ich hab schon... Okay, Leute. Dann nimm die Medizin bitte mit. Perfekt, dann haben wir 4 Giftpfeile. Wunderbar. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, können wir da mal weitergehen hier in dem Bereich. Also wir müssen nach wie vor jetzt wieder Kirk suchen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal in diese Tür da rein. Was zur... Der Soundbug bleibt? Was zur... Was zur Hölle? Was ist das denn? Leute, Leute. Oh Gott, Danger. Danger. Puh, neue Dinos. Ach du Scheiße. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ihr seht diese Dinos. Die sind übel. Schaut euch diese Biester an. Oh. Dafür brauche ich die Giftpfeile aber unbedingt, ey. Boah, und neuer Soundbug. Super. Boah, schaut euch diese Biester an, Leute. Ja, das sind neue Dinos. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. Vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall haben die ziemlich viel, sind die ziemlich muskulös und ihr seht, die haben es ordentlich in sich. Schon übel. Aber ich muss nochmal hier zurück, vielleicht geht der Soundbug weg. Bitte geh weg. Ach du Scheiße, Leute. Was ist mit dem Spiel los? Oh Gottes Willen, ey. Ach. Ja, toll. Ach, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Naja, gut, egal. Wir haben ja jedenfalls diese Dinos platt gemacht. Und, die waren schon übel. Gut. Jetzt habe ich hier wieder diesen Sound im Hintergrund. Ey, Leute.
Ach du Scheiße, noch einer davon. Nein! Oh, verfehlt. Und ich habe keinen mehr. Oder was? Doch, ich habe noch einen. Okay. Oh. Den Giftfall habe ich gerade verfehlt. Oh Mann. Ihr habt gesehen, die hauen ordentlich rein, Leute. Puh. Die hauen ordentlich rein. Aber was haben wir denn hier? Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ein Transporttrailer. Aber da liegt ein Schlüssel drauf. Schaut mal da oben. Ausführungsbereichsschlüssel. Aha, für die Tür da vorne, liebe Leute. Das Wort Ausführungsbereich ist in ihn eingeritzt. Hier. Ein elektronischer Standardschlüssel. Ah, und was haben wir hier? Die Krankarte 3. Das heißt, wir können diesen Kran da draußen bedienen. Da draußen ist nämlich ein Kran, liebe Leute. So, und was haben wir jetzt hier hinten noch? Level A. Was? Zum Öffnen dieser Tür ist eine Karte der Stufe A als Billyboom erforderlich. Stufe A. Okay. Hier auch wahrscheinlich. Genau. Stufe A. Krass. Security Level. Interessant, liebe Leute. Und was ist das hier? Da komme ich gar nicht rein. Interessant, aber gut. Wir haben ja den Schlüssel für da vorne jetzt, ne? Wir haben ja den Schlüssel für da vorne. So. Dann würde ich sagen, bleibt uns jetzt nämlich noch hier dieser Weg. Ihr seht, hier ist wieder sehr viel mit Kisten und zugesperrt. Das heißt, liebe Leute, wir haben auch beim letzten Mal was von dem Typen gelesen, der den Kran bedienen sollte, um eine Dedikat zu finden. Das heißt, wir müssen hier hoch und wieder Kranspiel machen. Ganz genau, und mit einem nervigen Geräusch im Hintergrund. Ja gut, dann würde ich sagen, Leute, was haben wir hier? Was steht da? Ah, die geht direkt hoch, ja gut. Genau, Leute, und dann haben wir hier jetzt hier unsere Spielerei. Schaut mal, ich brauche 3 Krankarten, um den Kran zu bedienen. Ja, Regina, die hast du doch. Benutz die mal. So, willst du den Kran bedienen? Oh ja. So, Leute. Seht ihr da? Wir haben jetzt hier unser nächstes Rätsel. Der Sound, der geht mir schon auf die Nerven. Muss ich sagen. Aber gut. Card Select. Wir haben jetzt wieder dieses Rätsel hier. Und wir müssen jetzt uns einen Weg von links unten oder rechts oben, wie auch immer, zu diesem Typ, zu dieser Leiche da sehen. Mit dem DDK-Schlüssel. Allerdings ist der Weg jetzt gerade versperrt und die Kiste links und oben können wir nicht verschieben. Das heißt, wir müssen außen rum. Geh mal bitte 3 nach oben, heb die mal an und lass die mal einen da drunter ab. So. Liebe Leute, wir müssen es jetzt nämlich ganz außen rum, wie es immer so ist, ne? Einen Weg suchen. Uns einen Weg durchbahnen. Genau, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir das mal weiter an. Wir müssen jetzt noch 3 Kisten verschieben. 2 nach rechts. Anheben. 2 nach links runter. Oder? Geht doch nicht. Geht doch, das geht. Das geht doch, doch klar. Dann lässt ihr den nämlich genau da runter, wo der Anfangspunkt ist. Genau, Leute. Und ja, Leute, geht's euch gut soweit? das dauert hier noch eine Weile, bis der damit fertig ist. Erzählt ruhig mal, wie es euch geht. So, dann habe ich da oben rechts in der Ecke eine gesehen, ne? Anheben. Und Start. Weil 2 nach links, das würde nichts bringen. So. Und ja, Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, Dino Crisis. Wie wir uns jetzt hier den Weg durch die neue Ebene machen, quasi. Und ja, bin ich mal gespannt, was uns jetzt heute noch hier erwartet. 2 nach links und absetzen, das sollte funktionieren. Dann versperren wir uns zwar den Weg da unten, aber
Wenn wir noch da oben sind, sehe ich, ne? Da oben können wir ja auch rein. Gut, wie machen wir das dann? Da müssen wir zwei rechts. Genau, drei nach oben, einen nach unten. Anheben und Start. Gut. Dann sind wir nämlich, glaube ich, auch schon fertig. Weil man kann es ja auch hängen lassen. Ne? Man muss es ja nicht abstellen. Ist ja sinnlos. Sinnlose Zeitvergeudung hier. Aber finde ich cool, dass wir hier so nochmal so ein Rätsel haben. Und tschüss. Danke. So, jetzt kommen wir nämlich auch zu diesem Typi da. Gar einmal ganz außen rum. Okay. Leute, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Ich hatte gute Ostern. Es war ziemlich entspannt bei mir, muss ich sagen. Von grünen Donnerstag bis heute durchgechillt. Musste auch mal sein. So. Ja. Da haben wir was. Eine Eingabedisk. Okay. Hat er hier noch irgendwas? Nö. Und Regina sagt auch gar nicht zu diesem halben Körper hier, ey. Hallo? Du siehst da Rippen rausgucken und sagt nichts dazu. Hast auch keine Angst oder so, ne? Na gut, okay. Du bist halt eine harte Braut, ne? Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, haben wir hier nichts mehr verloren. Und, ach du. Oh, das ist gemein, das Geräusch. Okay, wir müssen hier auch gar nicht bleiben. Das ist doch schon mal gut. Oh, Leute, die Soundbugs sind weg. Ist es denn zu glauben? Ist es zu glauben, die Soundbugs sind weg? Komplett? Wartet mal gerade, das muss ich nochmal gerade... Oh, die Soundbugs sind weg. Ach, geil. Okay, gut. Also... Oh nein, das ist diese scheiß Musik, ne? Das war keine scheiß Musik. Was rede ich denn da? Aber jetzt ist der Soundbug weg und ihr seht, wir können da in diese Tür rein. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Mal gucken, was uns da drin erwartet hier. Ein komplett neuer Bereich von dieser riesigen Einrichtung. Diese Einrichtung ist wirklich heftig. So. Ah, schaut mal. Benutzt Ausführungsbereichsschlüssel. Kann ich jetzt rein? Jetzt kann ich rein, okay. Durchgang zum Durchführungsraum. Was haben wir denn? Oh Gott. Oh Gott. Nimm die SG-Patrone und schieß, Regida. So. Bam. Die bringen nix. Och, Leute. Okay. Okay, und schieß weiter. Och, du Heilige. Och, du Heilige. Och, du Heilige. Uah, lasst mich doch hier raus, Leute. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen... too much. Das ist jetzt gerade ein bisschen too much. Schieß drauf da. Ihr merkt, heftig, heftige Viecher. Mit denen brauchen wir auch gar nicht mit der Pistole anzukommen, das bringt nichts. Die brauchen wirklich Schrotmuni. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Einen L-förmigen Gang. Oh, den Bereich haben wir auf der Kamera gesehen, ne? Sieht schon extrem Hightech hier aus. Oh, wartet mal, mein Ohr juckt. Wartet mal gerade. Oh, verdammt. So, warte. So, Leute. Alles klar, weiter geht's. Leute. So. Oh, das Ohr hier hat gejuckt, ey. Das ist eine Tür. Okay, dann gehen wir da mal rein. Was haben wir denn hier? Eine Ruhestation. Aha, ist es hier ruhig? Ist es hier ruhig? Hier ist es ruhig. Oh, schaut mal. Dort befindet sich... Oh, diese Mucke im Hintergrund, ey. Dort befindet sich eine Karte der B3-Ebene. Müsst ihr die Daten aufzeichnen? Ja, klar. Kartenmenü.
Eine Karte. Ui. Oh, schaut mal da, Leute. Da ist noch einiges zu erkunden, ja? Und ihr seht, da geht's auch noch mal eine Treppe hoch. Oder runter, wie auch immer. Und ja, was haben wir denn dann hier? Hier ist wieder dieses militärische Symbol, ne? Ach du Scheiße, was ist mit der Frau hier passiert? Das ist immer so brutal hier. Die hat auf jeden Fall einen Stecker. Es ist eine Forscherin. Der weiße Kittel ist blutbeschmiert. Ach du Scheiße. Das ist schon übel, aber das sieht... Das sieht schon übel aus, ja. Die Tür muss zum Hafen führen. DDK-Schloss, haben wir da was? Wie? Haben wir noch nicht, ne? Okay. Weiter diesen Raum hier erkunden. Was ist das? Hier können Nachrichten für Besucher hinterlassen werden. Okay. Was haben wir hier? Ach, schaut mal da. Eine Luftaufnahme von der Ibis-Insel. Auf ihr ist die gesamte Insel zu sehen. Ja, Leute, das ist die Insel, wo wir drauf sind. Sieht so ein bisschen aus wie Afrika. Aber gut. Was haben wir hier noch? Einen Aufzug. Der Fahrstuhl kann mit den Daten dieser Karte nicht bedient werden. Oh. Okay, das heißt, wir müssen nochmal eine Karte neu schreiben. So wie wir es vor 4, 5 Folgen gemacht haben. Cool. Okay. Dann bleibt uns nur noch diese Tür hier. Zentraler Durchgang. Oh nein. Ich glaube... Ah, ich wusste es, ey. Diese Drecksbiester da. Ach. Das bringt nichts, das Schrotmoni. Oh. Okay, da ist noch einer. Ich probier's mal mit der Pistole, aber ich glaube, das bringt nichts. Oh, doch, das könnte. Ah, nein. Um Gottes Willen. Okay. Okay, die Mucke. Ich muss mich heilen hier. So. Okay. Raus da. Kann ich das vielleicht doch mit der Pistole machen? Ich weiß es nicht. Die Pistole bringt bei denen nichts. Da brauche ich echt den Granatenwerfer jetzt mal so langsam. Boah, wie die mich hier hin und her schmeißen, ey. Diese Biester. Ich brauche echt den Granatenwerfer, ey. So, jetzt... Du kannst mich... Ach du Scheiße. Leute. Geh doch mal drauf. Medizin S++, ich hab keine Medizin mehr. Oh, diese Viecher, ey. Die sind schon echt Hammer. Ihr habt gesehen, mit der Pistole könnt ihr vergessen, das bringt nichts bei denen. So, Leute, dann haben wir hier tatsächlich da hinten eine Laserschranke mit zwei Boxen hinter, die ich jetzt gerne hätte, aber naja, kommen wir nicht dran. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier und eine Treppe. Die geht nach oben. Durchgang zum Experimentierbereich. Ah! Das ist aber ein Raptor. Das ist nicht ganz so schlimm. 4 Schuss. Als ob der davon sterben geht, ey. Für das Schrotgewehr habe ich keine Muni. Na super. Och, nochmal ein neues Stockwerk. Schau euch das an, Leute. B2. Was? Okay. Raptor, komm her. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Na, natürlich lebt der noch. Aua! Oh Gott. Oh Gott. Und schieß. Boah, Leute. Ja, jetzt blute ich. Betäubung brauche ich doch nicht, so ein Mist. Puh, okay. Ich blute. Das ist jetzt gerade uncool, muss ich sagen. Okay. Können wir hier rein? Da ist noch so ein Schacht. Oh Gott, ich blute, Leute.
Stelle für Sicherheitspässe. Was ist das denn für ein Bereich hier? Ein Safe Room. Ach. Wow. Was ist das? Was? Warning. Was? Unbekannte Person. Wir haben Waffen in der Hand. Ja, okay. Ach, weil... Okay. Krasses System hier. Ich komme vor wie im Flughafen. Mit einem... Die Waffe hier, ey. Ja, tut mir leid. Anschluss für einen Schlüsselchip. Aha. Dieses Terminal verwaltet die Informationen des Schlüsselchips. Diese können hier beschrieben werden. Haben wir natürlich noch nicht, ne? Klar. Das ist aber eine DDK. Eingabe des S. Haben wir auch nur eine. Na ja, gut, okay. Das ist krass hier. Das System befindet sich im Alarmmodus. Geiles System. Muss ich sagen. So, was haben wir hier? Das System befindet sich im Alarmmodus. Und hier? Das Steuerfeld für den Alarm. Willst du den Alarm deaktivieren? Bitte! Oh, Gott sei Dank. Wieder eine geile Mucke hier. Eine geile Mucke. So, was haben wir hier? Nichts Ungewöhnliches. Oh, bisschen entspannen mal wieder. Eine Akte mit Notizen. Willst du sie lesen? Ja, klar. Da wir den experimentellen Generator heute nach draußen bringen, wird sich ein Teil des externen Personals im Testgebiet befinden. Und noch etwas. Falls es in diesem Labor zu einer Überladung kommt, bedeutet das die Vernichtung der gesamten Anlage. Ach du Scheiße. Wenn sie nicht verdampfen möchten, bewachen sie die Gegend mit großer Sorgfalt. Oh Leute, was macht der hier, ey? Das Team hat kürzlich rund um die Uhr gearbeitet. Dr. Kirk hat seit knapp einer Woche nicht mehr blicken lassen. Er arbeitet pausenlos. Achten Sie gut auf die Forscher und denken Sie daran, dass der Erfolg des Experiments davon abhängt, dass Sie denken können. Dr. Kirks Glaubwürdigkeit hat in letzter Zeit gelitten, was das Personal angeht. Achten Sie besonders auf das ID-Schreibgerät, um illegale Nutzung zu verhindern. Okay, jemand hat bereits das Gerät im ersten Stock unerlaubt benutzt. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das waren wir, wa? Was ist das? Ein Stecker. Ach, geil. Ah, schau mal da. B2 Schlüssel 1. An der üblichen Stelle ist kein Text. Eine andere Version des B1 Bibliothekskammerschlüssels. Die Daten wurden noch nicht neu geschrieben. Okay. Ach du Scheiße. Ihre Kehle wurde rausgerissen. Oh mein Gott, Leute. Was geht hier ab? Und ich blute hier vor mich hin. Was ist hier? Ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Ah, okay. Das Personal der Ebenen B2 und B3 ist mit allen Daten in diesem Terminal erfasst. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. Probieren wir es einfach mal. Wir haben eine ID-Karte. Initialisiere Datenschreibsequenz. Personalnummer eingeben. 5 8 1 0 4. Nö. Die eingegebene Personalnummer ist ungültig. Geht nicht, Leute. Wir brauchen neue Daten. Eine Personalnummer und Fingerabdrücke. Alles klar. Aber gut, Leute. Guck ich jetzt noch, was hier kurz ist. Na toll. Eine DDK-Tür. S. Hab ich nicht. Okay. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter. Okay. Dann, Leute. Boah, ich siffe immer noch vor mich hin, ey. Ach nein, bitte nicht. Gott sei Dank, danke. Gut, liebe Leute, dann müssen wir beim nächsten Mal hier in diesen Lüftungsschacht rein. Und das Gebiet mal noch weiter erkunden, Leute. Und weitere Dinos sehen, oh Mann.
Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.